Ja, ein neues Video zu Minecraft. Der zweite Versuch, der letzte war irgendwie nur so 10 Sekunden lang, das Video. Ich habe die letzte Woche wieder gearbeitet an etwas, nämlich haben wir jetzt ein Inventar und man kann einen Spielmodus einstellen, zumindest in begrenzter Form. Und wie das aussieht, möchte ich einfach mal zeigen. Hier ist ja auch ein Link, stimmt ja. Ich höre übrigens per Kopfhörer das hier schon seit ziemlich langer Zeit und ich bin jetzt mal gespannt, wie gut ich hier reden kann, während ich diese Musik so laut höre. Denken konnte ich auf jeden Fall gut. Also, wie man jetzt schon hier erkennen kann, haben wir unten eine Inventarleiste, die natürlich sehr ähnlich aussieht wie die von Minecraft. Und mit den Zahlen 1 bis 9 können wir hier auswählen. Man kann auch das Mausrad drehen. Also, wenn man die Maus reingetan hat in das Spiel. Aber ich finde das irgendwie mit dem Scrollen unpraktisch. Also ich würde das vielleicht am PC noch machen, aber so auf dem Touchpad würde ich wahrscheinlich einfach nur hier die Zahlentasten benutzen. Und diese Leiste lässt sich einmal im Kreativmodus sehr gut verwenden, dass man nicht beim Bauen jedes Mal hierher kommen muss. Also bisher musste man ja immer zu diesem Inventarbereich kommen und auf G drücken, um zum Beispiel einen Glasblock irgendwo platzieren zu können. Und jetzt sieht man halt unten in der Leiste, dass man einen Glasblock ausgewählt hat. Und wenn ich jetzt einen Eisenblock daneben bauen möchte, taucht er daneben auf. Und dann kann ich, ohne wieder zurückzugehen, danach wieder zum Glasblock wechseln. Ja, das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Dann können wir noch in einem anderen Spielmodus weitere Vorteile davon sehen. Also man kann auch, wenn man jetzt auf Q drückt, wieder einen dieser Blöcke loswerden. Man droppt den hier aber nicht wie in Minecraft, weil es hier Dinge außer Blöcke noch nicht gibt in diesem Raytracing-Code. Da sind nur halt diese ganzen Blöcke implementiert und nichts anderes. Also keine beweglichen kleineren Gegenstände oder so etwas. Und somit also auch keine gedroppten Items. Wenn man Game Mode 1 eingibt oder 2, ich probiere jetzt mal 2, dann wechselt man den Modus. Im Spielmodus 2 sind wir Zuschauer, wir können nichts mehr kaputt machen oder bauen und wir könnten ja auch sowieso nichts bauen, weil wir gar kein Inventar mehr haben plötzlich. Also wie man erkennen kann. Dann gibt es noch den Game Mode, kann man auch abkürzen, 0. Und in diesem Modus kann man nicht mehr unbegrenzt bauen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Glasblock hier platzieren, haben wir ihn nicht mehr. Und zurückbekommen können wir ihn auch nicht. Dafür kann man aber andere Sachen abbauen, zum Beispiel Erde bzw. Gras. Also man bekommt hier keine Grasblöcke, sondern Erdblöcke. Das muss ein Bug sein, das ist ja merkwürdig, aber irgendwie ist das auch so, wie man das erwartet. Aus irgendeinem komischen Grund kann man Gras ja nicht abbauen. Und wenn man dann irgendwann eine gewisse Menge von diesen Blöcken im Inventar drin hat, dann passen keine mehr rein in den Slot und dann wird ein neuer Slot angelegt, der Slot 3. Das finde ich jetzt komisch, weil der Slot 2 ja frei ist. Ich verstehe nicht so ganz, was da jetzt passiert ist. Das sieht mir nach einem Bug aus. Aber offenbar kein schlimmer Bug. Das Spiel funktioniert ja abgesehen davon noch. Dann möchte ich jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich im Slot 2 bin und jetzt zum Beispiel einen Goldblock abbaue. Ja, jetzt benutzt er den irgendwie wieder. Naja. Also, das war's eigentlich schon von dieser tollen Präsentation. Ich könnte jetzt noch etwas Code zeigen, das mache ich auch noch mal ganz kurz, nämlich die Texturen unten in der Leiste, die werden dargestellt mit 16 mal 16 kleinen Diff-Elementen und
wie das so im Lui-Code aussieht, kann ich ja einfach in GitHub zeigen, indem wir mal hier reingucken in Source Game. Und also die Dateien, die mit C anfangen, das sind Komponentendateien. Also Komponenten sind so Dinge, die man hier sehen kann, zum Beispiel die Leiste oder so ein Stack ist eine Komponente oder das ganze Menü ist eine Komponente. Das ist halt ganz praktisch, dass man das dann darüber abstrahieren kann. Ich zeig mal die Bar-Komponente, die ich ja neu erstellt habe vor 17 Stunden. Habe ich das veröffentlicht. Und in der Bar-Komponente haben wir für 9 der Inventar-Slots, das könnten ja später noch mehr werden, die man dann in einem extra Inventar-Menü sehen kann, zeigen wir jeweils ein Div-Element an. Warum ist das ein Link? Ach so, da kommt man wahrscheinlich zur anderen Datei an. Und jedes dieser Div-Elemente hat dann da drin, wenn da in dem Inventar-Slot ein Stack drin ist, eine Stack-Komponenten-Instanz. Und man kann auch das Ganze mit einem Touchscreen bedienen und deswegen habe ich hier One Touch Start rangehängt an diese Bar-Komponente. Und darüber können wir dann auf einem Handy zum Beispiel rauftippen auf einen dieser Slots und wählen den darüber aus. Warum habe ich jetzt hier Data, Set und D und sowas verwendet? Das kann ich nebenbei auch ganz schnell noch erklären. Das liegt daran, dass wir sonst diesen On-Touch-Start-Handler für jeden einzelnen dieser neuen Slots anhängen müssten. Und auf diese Weise müssen wir den Event-Listener nur ein einziges Mal initialisieren, nämlich für die ganze Leiste. Und auf welchen der Slots man drauf getippt hat, wird dann über Event-Target-Closest herausgefunden. Closest habe ich gerade letztens gelernt, das ist eine Methode, die geht von dem Target aus nach oben im Baum, also in das Elternelement und das dann so lange, bis dieses Kriterium hier zutrifft, das heißt also, bis man ein Element erreicht hat, das eine Data-Slot-Eigenschaft besitzt. Und dann weiß man, auf welchen Slot man aufgedrückt hat. Das eigentliche Bild kann ich auch noch mal kurz zeigen. Das haben wir in der Stack-Komponente drin. Und in dieser Stack-Komponente wird verwendet die Bitmap-Komponente wiederum. Und diese Bitmap-Komponente bekommt einfach nur die Block-ID und erzeugt dann so ziemlich viele Div-Elemente ineinander geschachtelt, um am Ende dann dieses schöne Bild hier zu haben. Und da könnte man jetzt denken, dass das sehr auf die Performance sich auswirken würde. Das ist aber nicht der Fall, denn dieser ganze Kram hier, diese ganze Komponente wird ja nur gerendert, wenn sich die Eingangswerte, also die ID, verändern. Das heißt, nur wenn ich jetzt hier diesen Goldblock im Inventar unten austauschen würde durch einen Erdblock, nur dann würde er diese 16x16 Div-Elemente überhaupt anfassen. Und solange das nicht passiert, macht er damit überhaupt gar nichts und auch der Browser macht überhaupt gar nichts mit diesen ganzen Div-Elementen. Und deswegen hat das eine CPU-Auslastung von praktisch 0. Nur wenn ich neue Dinger reintue, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Q drücke, dann hat er diese 16x16 Div-Elemente entfernt. Das ist vielleicht noch so ein bisschen, was berechnet werden muss, aber das passiert ja nicht so häufig. Die Pixelfarben werden aus dem Array mit den Texturen rausgeholt. Tiles Data, das ist aus einer anderen Datei. Das ist ein Array, in dem für alle Blöcke alle Texturen drin sind. Also angefangen mit Stein, Gras, Erde und so weiter, hat man dann die ganzen Texturpixel hintereinander in diesem Array drin. Also immer jeweils die drei Farben in einem Eintrag in diesem Array, Rot, Grün, Blau. Und dieses Array wird nicht synchron befüllt, sondern asynchron. Das heißt, wenn das Spiel startet, das sieht man ja auch, ist am Anfang die Textur noch nicht geladen, also das Array 0. Und erst wenn das Bild geladen wird, also das ist jetzt schon geladen, aber das wurde noch nicht aktualisiert, das Bild,
Das sieht man dann, wenn man draufklickt, dann rendert er das Bild neu und dann sieht man die Textur sofort. Das Texturenbild wird nebenbei geladen, während das Spiel schon startet. Ich habe mir das so gedacht, dass das ja blöd wäre, wenn man möglichst schnell in das Spiel einsteigen möchte aus irgendeinem Grund und dann noch warten muss, bis die Textur geladen ist. So würden das halt alle anderen faulen Programmierer machen, aber ich bin halt nicht so dumm. Und deswegen kann man Minecraft schon spielen, bevor die Textur runtergeladen ist, oder man kann das sogar ganz ausmachen, wenn man keine Texturen hat. Müsste aber unten immer noch angezeigt werden, ja. Genau, das wäre auch etwas doof, wenn das nicht gehen würde. Also unten sieht man die Texturen trotzdem noch. Die ganze Leiste unten, das ist ein Vorteil davon, Komponenten zu nehmen, wird nur angezeigt, wenn man im Kreativ- oder Überlebensmodus ist. Das kann ich jetzt auch zeigen, wenn ich jetzt hier in die Game-Komponente reingehe. Da habe ich da nämlich eine Kondition davor gesetzt, vor die Stack-Instanz, also wo die Stack-Komponente eingebunden wird. Und das schreibt man im Lui ganz einfach so. Also nur wenn der Spielmodus vom Spieler nicht Spectator ist, also wenn das kein Zuschauer ist, nur dann wird diese ganze Bar überhaupt gerendert. Und wenn der Spielmodus Spectator ist, dann gibt es auch keine Bar. Ja, diesmal hat die Aufnahme hoffentlich geklappt. Ich bin gespannt, ob man die Musik irgendwie hören kann, die ich die ganze Zeit hier höre, aber wenn nicht, hat man vielleicht etwas Glück gehabt.